So. Divided World. Jetzt muss ich auch noch mal die Mathematik hier machen. Erst die Divided World, dann die Multiplikationswelt. Aber sieht auch wieder interessant hier aus. Alter, aber fressen gibt's ja viel. Das ist eindeutig. So, zack, zack. Ich komme ja kaum voran, ohne irgendwas richtig zu fressen. Laut den Anzeigen gibt es ja auch weniger. Als ob das nicht so eine Falle ist, die mich irgendwo weglocken will. Jo, Spain, nein, okay, ich auf. Dieses Tippen im Hintergrund. Hört sich an, wie wenn es... Okay, wie wenn es regnet. Wenn es an irgendwelche Stangen prallt oder tropft. Ich habe kurz hingehört, ob es nicht wirklich regnet, aber es kommt schon vom Spiel. Das Geräusch war jetzt zu leise durch die Kopfhörer. Ja, wir sind gleich fertig. Also mit Ebenen wird das hier nichts. Ah. Ich kann die Ebene nicht wechseln. Das ist tatsächlich nur so ein Auffrischungslevel anscheinend. Vollpumpen mit allem Möglichen. Wobei es schwierig ist, wenn man auf was Bestimmtes aus ist, nur das zu sammeln, weil es eben alles auf dem Haufen ist. Aber um sich allgemein aufzuladen, ist es gut. So. Zack. Ja, so ein kleines Buffet tut mir gut. Apropos Buffet. Ich sollte vielleicht mal nachdenken, was es zu essen gibt. Ich denke, ich habe... Ja, ich müsste noch alles haben für Dingsbums, für so vegane Burger. Oder waren es vegetarische? Ne, ich denke schon komplett vegan waren die. Ich bin an sich kein Veganer oder Vegetarier. Aber es gibt nur mal einige geile Rezepte, die ich manchmal finde. Und ich muss ja nicht drauf verzichten. Ich muss ja nicht erst irgendeinem Kult beitreten, damit ich solche Gerichte essen darf. Ich bin auch einer der wenigen, wenn man grillen geht, der beides isst. Also so sowohl quasi viel Gemüse auf den Grill legt, alles mögliche, also Tomaten, Paprika vor allem. Gut, Mais ist was, kein Gemüse, keine Ahnung, aber mag ich auch. Also alles viel nicht Fleisch und Fleisch. Wobei da auch bevorzuge ich eher, ja, es muss nicht unbedingt so ein klassisches Rindersteak sein. Hähnchen oder Pute reicht mir eigentlich völlig aus. Und das machen halt weniger. Ich denke, ich habe es auch mal geschafft, ich denke auch ein Burger war es, den ich mir gemacht habe. Ja, ja, ja. Ist eigentlich schon ein bisschen was übrig unten, aber gut. Hier war nicht so viel los, das war nur zum Aufladen. Level Up habe ich aber jetzt nicht bekommen, gell? Ich denke nicht. So, genau, das war das hier. Dann gehen wir weiter in das Faster Field. Ich habe, denke ich, einen Burger gemacht mit so einem veganen Pellet. Vor allem, weil ich dieses Räucheraroma drauf sehr mag. Das hat halt echtes Fleisch nicht, außer man macht es selbst. Wobei ich sagen muss, ich habe kein gutes Räucheraroma bisher gefunden. Also ich habe sowohl flüssig als auch
Pulver probiert, aber was vielleicht jetzt so wie, ja, wie soll man sagen, Mainstream klingt. Aber mir schmeckt zum Beispiel der vegane Burger bei Maccas. Bestelle ich natürlich nicht immer. Aber da, dieses Räucheraroma eben, das gefällt mir sehr. Und wie gesagt, flüssig als auch Pulver habe ich zwar hier. Das Flüssige, muss ich sagen, ist nicht wirklich meins. Und das Pulver, gut, das war nicht das, was ich mir gewünscht habe zumindest. Ist etwas komplexer als einfach nur Salz und Pfeffer. Gibt es zwar auch mittlerweile 1000 Sorten. Ja gut, wenn man eine spezielle sucht, ist bestimmt auch nicht leicht. Gut, ich will nichts gesagt haben. Vor allem, ich habe irgendwann mal, tatsächlich auch bei Salz zum Beispiel, gucke ich immer mal nach vielen Möglichkeiten. Und da habe ich irgendwann mal Adventskalender mit Salz entdeckt, wo es so viele verschiedene Sorten gab. Meine Sitzposition wieder. Ich denke, ich brauche ein kleines Kissen. Einen Momentchen. Solange reden wir weiter über Salz. Es gibt so viele Sorten. Und die schmecken ja auch zum Teil anders. Oh Gott. Sehr schön. Oh, ja. Quietschi, quietschi, Stuhl. So, jetzt kann es weitergehen. Genau, bei Salz sind wir stehen geblieben. Zum Teil muss ich aber auch sagen, kommt es natürlich darauf an, welche Größe die Körner haben. Beim klassischen Salz, ja, sind die Körner immer sehr fein. Beim Meersalz zum Beispiel hat man ja immer so eine Mühle, wo man sogar leicht variieren kann, wie dick die Körnchen sein sollen. Das heißt, dadurch natürlich, das macht auch einen Teil des Geschmackes aus. Ob du jetzt nur so eine Prise immer hast im Essen oder tatsächlich dicke Körnchen, die du schmeckst. Gut, theoretisch kann man sich auch damit knusprig machen. Davon bin ich aber wieder kein Fan. Pfeffer gibt es natürlich genauso viele Sorten. Wobei ich da nicht so sehr drauf gucke. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit auch ganz normales Pfeffer nicht gegessen. Erst sehr spät. Und da reicht es mir in Maßen. Ich denke, so einfaches buntes Pfeffer reicht mir schon als, sag ich mal, abwechslungsreiches zum normalen schwarzen Pfeffer. Ich finde die Musik hier cool. So, für diejenigen, denen ich Hunger gemacht habe, ich wünsche euch guten Appetit, sobald ihr was zum Essen gefunden habt. So. Ah genau, bei Ding bin ich stehen geblieben, bei Burger, weil ich eben diese veganen Pellets, die Dinger mag, das Räucheraroma. Aber zusätzlich zu den normalen Kram, Tomate, Salatblättchen, was weiß ich was noch, bestimmt genug da reingetan, habe ich eben auch, ja, Fleisch reingetan. Es gibt keinen, der das macht. Einfach, weil natürlich Fleisch trotzdem geil schmeckt. Zwar kein ganzes Ding, Bulette, denke ich. Einfach, weil es zu groß wäre. Ich denke, ich habe einfach nur... einfach nur, weil ich es übrig hatte auch und einfach nicht wollte, dass es schlecht wird. Baconstreifen mir noch schnell angebraten und reingetan. Aber trotzdem. Jeder Fleischfresser sagt, was isst du da? Jeder Veganer und Vegetarier sagt, was isst du da? Und ich sage, ja, das, was mir halt schmeckt. Ist doch ganz normal. Ich meine, esst ihr etwas, was euch nicht schmeckt? Nö. Und wenn mir halt andere Dinge schmecken, dann ist es so. Keiner muss das schmecken, was in meinem Mund landet. Wobei ich auch kein Allesfresser bin. Es gibt Leute, die wirklich alles gut finden, viel rumprobieren. Ich muss sagen, bei vielen bin ich auch zum Teil der Marken etwas empfindlich, aber auch so kein großer Fan einfach.
Und es muss nichts Absurdes sein. Also wir müssen jetzt nicht in die Käfer-Kriech-Ecke gehen. Oder weiß ich, irgendwas komplett Absurdes, was weiß ich. Mir fällt da nichts ein. Aber nee. Ich habe zum Beispiel, ich habe kurz überlegt, so an luxuriöses Essen ist ja Hummer. Ich denke, kam ich bisher nie. Also wenn man auf so Essen steht, gönnt man sich, denke ich, ab und zu mal. Auch wenn man nicht viel Geld hat, was weiß ich, so einmal im Jahr. Oder einmal in Fünfern, je nachdem. Aber bin ich jetzt nicht scharf drauf. Gut, ich kenne auch den Geschmack nicht, deswegen kann ich gar nicht scharf drauf sein. Und Statussymbol juckt mich sowieso nicht, irgendwie hier ein Insta-Bild zu posten, wie ich Hummer esse. Also ich würde es wahrscheinlich posten, wenn ich es mal esse, aber ich würde nicht dafür essen gehen. Verstehst du, ne? Kaviar. Doch, Kaviar habe ich nämlich mal gegessen, aber halt nie teuren. So ein Standard-Ding. Sushi. Ja, da habe ich, denke ich, schon auch jetzt nicht Luxus, aber doch ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Schmeckt natürlich besser als so billiger Discounter. Ich denke, ich habe auch mal veganen Sushi gegessen. Das hat auch geschmeckt. Hat mich gewundert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass... Also Fleischersatz wusste ich, dass es nicht schmeckt, aber ich wusste nicht, dass Fischersatz quasi mir auch so gut schmecken kann. War ich schon verblüfft. Wobei das Highlight, wenn man Sushi ausgehen, essen geht, eigentlich meistens die Präsentation ist. Ich meine, wie viele Sushi-Bars sieht man mit irgendwelchen fancy Förderbändern oder anderen Methoden. Ich sehe mal so Videos auch in Japan übertreiben, diesmal wieder komplett mit der Modernisierung. Da kannst du irgendwas bestellen, dann kommt so ein kleiner Roboter eben auf oder ein Zug auf der Schiene gefahren und fährt es zu dir rüber. Deswegen, ja. So. Die ganze Zeit schwimme ich hier in irgendwas Flüssigen, aber trinke nicht genug. Auch an euch eine kleine Trinkpause. Tut gut. Das Elixier des Lebens. Also, das war echt Wasser nur. Nichts Spannendes. So, zack, zack. Ganz schön viel hier zusammen. Die Zähler sind ja allgemein schon hoch. Bisher habe ich die Ebene aber nicht gewechselt, gell? Das wundert mich auch. So, bin ich eigentlich hier fertig? Ich denke ja. Dann Ebene runter. Wobei, okay, es geht nicht viel weiter runter. Ich wollte wissen, wie weit noch was zu entdecken gibt. Ui. Ich krieg dich. Ich hab meinen Schwanz fast. Das hat sich falsch angehört. So, zack. Und schon wieder das blaue Vieh. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Ebene schon fertig werde. Das. Aber die Musik ist, wie gesagt, cool.
bisschen mehr Techno statt Natur, aber ich finde es passend. So. Dann hab ich auch dich. Ich habe ja noch ein kleines Ding, aber das war's. Ne, bitte weiter. So, aber sonst scheint hier nichts Großartiges mehr zu sein. Weil ich meine, die untere Ebene sehe ich ja letztendlich. Und da ist nichts. Na komm schon. Beweglich genug, um alle zu kriegen, bin ich ja. So, bitte in deinen Hintereingang rein. Hat sich auch wieder falsch angehört. So. Und schon bist du leer. So, dann fehlt eigentlich nur noch Rot. Und ich denke, das ist auch schon das letzte da hinten. Ich guck mal ganz kurz, ob das Radar hier irgendwas sagt. Reagiert nicht. Und auch eine Ebene tiefer. Kein Radar. Gut, manchmal sind sie nicht alle nützlich. Muss sich ja nicht überall Leben entwickeln oder vorgedrungen sein. Ich meine, wo gibt es kein Leben? Im Weltall, in der Sonne. Kriege ich da zwei oder nur eins? Sonst weiß ich nicht, wo ich das zweite herbekomme. Nein, ich bekomme zwei. Sehr gut. Dann habe ich es auch hier. Oder es leben dort Lebewesen, die wir noch nicht entdeckt haben. Ich meine, es war noch nie jemand so nah an der Sonne, um das zu prüfen. Ne? Evolution Warp. Ich will noch mal kurz meine DNA-Anzeige sehen. Sechste Molär. Läuft. Läuft.